Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und wenn ich mal die zurückliegenden knapp 800 Blogs Revue passieren lasse und mir anschaue, welche haben die meisten Views bekommen, dann waren es immer die, wo es selektiert wurde. Also Tosai-Selektion, eine Zufallsselektion. Also es scheint Sie doch zu interessieren, nach welchen Kriterien werden vor allem kleine Koi selektiert. Was macht der Körper aus, was macht die Farbqualität, die Hautqualität aus? Also was ist das, was ein Experte am Ende dazu veranlasst, einen kleinen Koi weiter großzuziehen oder einen kleinen Koi dann eher der Standardklasse zuzuordnen? Heute haben wir die Aufgabe, ca. 250 Tosai Koyu, von denen haben wir schon viele hier in unserem Outlet verkauft. Die Kunden, die da waren, denen haben wir auch schon die Kriterien gezeigt. Wir haben ihnen immer, wenn sie zwei wollten, haben wir ihnen 10, 15 zur Auswahl gelassen und hatten die aber schon vorselektiert, haben da also schon die raus, die unseres Erachtens nach nicht diejenigen sind, aus denen später diese großen, schönen Koyu hervorgehen, die, wie wir gesehen haben, bei Philipp in der Schweiz oder auch bei mir hier in der Anlage, die zweijährig schon 65, 70 cm haben können. Heute geht es darum, wir brauchen 150 gute Tadigoi. Wir wollen die Gruppe trennen und da will ich Sie einfach über die Schulter schauen lassen, nach welchen Kriterien wir das machen. Melanie ist hinten schon kräftig am Fischen. Ja? Sie kriegt heute kein Mikrofon, die Fische sind alle gesund. Dann braucht auch eine Tierärztin kein Mikrofon. Das ist jetzt natürlich Spaß. Sie hilft mir natürlich, aber es ist immer von der Tonqualität besser, wenn wir nur ein Mikrofon haben. Und sie wird selber staunend und mit offenem Mund neben mir stehen und gucken, was ich mache. Das war jetzt natürlich wieder frech, aber so kennen Sie mich. Nun haben wir die ersten 6 Stück, könnten auch 7 sein, in der Wanne. Jetzt schauen wir uns die mal an. Und ganz klar, hier haben wir einen Koyo, wie man ihn sich vorstellt. Der ist aber vom Tadigoi-Potenzial weit weniger als beispielsweise er hier. Er ist von der Färbung schon zu weit. Bei diesen läuft man mitunter Gefahr, dass sie irgendwann ganz gelb werden können. Aber manche Leute sagen lieber, ich habe das jetzt schon, was es später mal sein soll. Dann ist es für mich kein Risiko von der Entwicklung. Jetzt brauche ich nur ein Zählwerk. Das haben wir hier. So. Also das war von der Qualität auch kein schlechter. Aber wenn wir jetzt mal schauen nach richtig Tadigoi-Potenzial, da zählt jetzt in allererster Linie mal nur die Körperstruktur. Da ist er hier perfekt. Er hat auch hier hinten in der Rückenflosse hat er ein bisschen gelb. Auch in den Augen sieht man gelb. Der ist also wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und hat nur einen Nachteil. Er hat eine graue und keine weiße Haut. Wenn Sie mal mit den anderen, also da ist Ojibwa-Type ziemlich stark. So, dann schauen wir weiter. Er hier ist nicht das Gesuchte, der ist schon komplett durchgefärbt. Er hier hat, wenn Sie das anschauen, einen viel zu spitzen Kopf. Der hat keine gute Körperstruktur. Sehr gut ist er hier, hat auch eine sehr schöne Körperstruktur. Er hat Orange statt Gelb. Da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Aber ist einer der Guten. Er hier hat auch einen zu spitzen Kopf. Ist auch nicht das Gesuchte. Und er hier hat ein schönes Gelb, ein schönes Weiß und eine wahrlich gute Körperform. Oh. Melanie prepares the next. So, ganz klar und offensichtlich, er hier, Riesenmaschine, auch gelb schon am Kopf. Das ist richtig, richtig gut, Tadigoi. Er hier schiebt gerade ein Kanoko-Muster, allerdings birgt es auch die Gefahr, dass er später mal eventuell ganz gelb wird, muss man ganz ehrlich sagen. Aber im Moment natürlich, er hat noch keine negative Entwicklung gemacht, hat eine sehr schöne Körperstruktur. Deshalb Tadigoi, auch er hier, intensives Gelb, schönes Weiß. Aber zeigt mir für meinen Geschmack auch etwas zu viel Gelb an den Seiten, was immer das Risiko des Karashi-Werdens mit sich bringt. Er hat keine ganz so schöne weiße Haut, er hat eine etwas gräuliche Haut. Aber nicht jeder kann vom Typ her gleich sein. Also auch gut. Er hier, wahnsinniger Körper, schönes Gelb, auch Tadigoi. Und man muss natürlich auch sagen, das Gelb entwickelt sich mit der Zeit. Die Zeichnung, die Sie heute sehen, ist nicht das, was später mal das sein wird, wenn der Fisch fertig ist. Und er hier hat wieder einen zu spitzen Kopf. Deshalb fertig. So, hier ist es auch. Recht schnell offensichtlich, er hier ist zu klein, zu spitzer Kopf. Er hier hat einen zu kleinen Kopf, der Körper ist nicht schlecht, aber Kopf ist zu klein, gefällt mir auch nicht so gut.
Er hier hat eine schöne Qualität, auch schon eine schöne Zeichnung, ist auch noch nicht zu weit. Das Gelb ist auch noch reduziert, ist Tadegoi, allerdings etwas schlank. Geht trotzdem mit. Er hier ist mehr Ojiba, aber man sieht auch, dass Gelb kommt und hat eine gute Körperstruktur, auch wenn sie nicht perfekt ist. Hier wahnsinnig hoher Fisch, da muss man dann hoffen, da ist auch noch nichts verloren. Er ist insgesamt etwas kurz, wenn Sie ihn anschauen. Also er ist nicht lang genug, aber da kann sich noch viel verändern. Die Körperformen verändern sich bis ins Alter von 2-3 Jahren massiv. Auch er nicht die perfekte Körperstruktur, aber gut. So. Die Orangenen entwickeln zum Beispiel, gehen wir mal zu ihm hier, schon relativ weit, wahnsinniger Körper, von allen, die bisher da waren, der beste Körper. Darum würde ich sagen, dem gibt man die Chance und schaut sich an, wie er sich weiterentwickelt. Hier auch Körper, genial. Er zeigt ganz leicht schon die ersten gelben Schuppen, hat ein bisschen einen gelben Kopf, das macht aber nichts. Haut ist gut, das ist für mich so die bevorzugte Qualität, hatte Goy. Er ist zu klein, hat auch so eine leicht bauchige Körperstruktur. Er hier orange. Wie gesagt, die Orangenen entwickeln sich in der Regel langsamer. Auch hier nochmal schön. Und hier auch nochmal ein Orangenen. Er hier, das sehen Sie nicht, aber das sollten Sie bei der Selektion immer drauf achten. Er hat einen krummen Kopf. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Das ist also nicht so gut. Und hier. Ganz klar, wir wissen nicht, was draus wird, wir wissen nur, dass er groß wird. Und darum darf er erstmal weiter mitschwimmen. Okay. So, einen haben wir noch. Auch hier wieder. Zwar schöne Qualität, schönes Weiß, schönes Gelb. Kopf zu klein, insgesamt zu klein. Von daher erstmal hier. Er hier hat nicht die optimale Körperform, aber das kann sich noch entwickeln. Er hier sieht man, der war vor kurzem noch ganz weiß. Der hat jetzt einen ganz komplett gelben Überzug bekommen. Das wird komplett gelb werden. Wenn Sie jetzt mal die drei anschauen, er hat eine graue Haut, er hat eine graue Haut und er hat eine wunderbar weiße Haut. Von der Qualität ist er der Beste. Und von Wachstum er, nee, er hier, schauen Sie, vergleichen Sie die Kopfform. Er hat einen Wahnsinnskörper, der wird riesig und er ist auch gut. Und wie gesagt, man muss immer auch das Entwicklungspotenzial, das jetzt noch kommt, mit berücksichtigen. Ho, 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 ho. Hier wieder Karashigoi. Es ist keiner so gelb gekommen, ich schwöre es. Also der hat sich hier so entwickelt. Er ist kein Tadegoi, mit dem können Sie morgen auf Ausstellung gehen. Komplett durchgefärbt, toller Koi, hübscher Fisch. Und wenn man jetzt Breeders Taste hier, der hat ein Asagi-Muster drunter liegen, das heißt, irgendwann war auch Asagi mit drin. Jetzt machen wir aber erstmal den kleinen hier raus. Cooler Fisch, weiß man aber nicht, ob es ein wirklicher Koyo wird. Er hier ist auch, wenn man ihn jetzt mal vergleicht mit den anderen, also die drei sind die absoluten Burner, was die Körperstruktur angeht. Ist kein schlechter Fisch, aber nicht vergleichbar mit den dreien. Das hier ist zwar von der Haut her ein bisschen gelb, aber wahnsinnige Körperstruktur. Auch er hier ist wieder Orange Type. Und Geschlecht können wir übrigens in der Größe noch nicht sagen. Und er hier sieht zwar jetzt hübsch aus, oder in der Auktion, wenn man es Ihnen nicht verraten würde, sicherlich Top-Gebote bekommen, aber ist nicht das, was man sucht, weil er voraussichtlich gelb werden wird. So. Und jetzt ist ganz klar, beruhigt euch, er hier ist zu klein, er hier ist bildhübsch, aber zu klein. Er hier hat einen Wahnsinnsbody, wobei er mir ehrlich gesagt etwas zu kurz ist. Schauen Sie den an, da muss man warten, wie der sich entwickelt, aber die Zeit geben wir ihm. Er hier hat die schönste Qualität, auch wenn er ein bisschen einen spitzen Kopf hat und auch ein bisschen zu kurz wirkt, aber wie gesagt, das verändert sich alles noch. Er hier ist ein toller Tadegoi. Er hier ist Ojiba-Type.
etwas graue Haut, aber das Gelb ist am Kommen. Und er hier auch kein Tardigoi-Überflieger, aber recht solide. So, auch hier wieder einer, der gerade im Begriff ist, ganz gelb zu werden. Er hat jetzt ein wahnsinnig hübsches Kanoko-Muster. Keine Ahnung, ob das bleibt oder nicht. Wir nehmen ihn mal mit, beobachten ihn mal weiter, weil er eine sehr schöne Körperstruktur hat. Du sagst Bescheid, wenn wir so 40, 45 haben. Ja. Gut. So, hier auch wieder eine sehr kräftige Körperform, von der ich mir allerdings nicht sicher bin, ob sie etwas zu kurz ist. Müssen wir schauen. Er hier hat gerade die beste Körperform. Schön lang, langer, breiter Kopf. Hoch, aber nicht zu hoch. Auch er hat eine schöne Körperform. Allerdings graue Haut, ist auch einer der guten. Er hier hat eine scheußliche Körperform, viel zu kleiner Kopf. Achten Sie immer auf den Kopf, er hat rote Augen. Auch er, gleiches Schicksal. Er hier ist genau zwischendrin, tolle Qualität, guter Körper, kein sehr guter Körper, aber schöne Farbe. Der geht noch eine Runde weiter und das ist wieder Ojibwa-Type. Guter, aber nicht sehr guter Körper, etwas zu kleiner Kopf. Und darf auch mit. In ein paar Wochen werden die dann das nächste Mal selektiert. Er hier. Ah, das ist interessant für Melanie. Schauen Sie mal. Der hat vielleicht einen Tumor. Ganz komisch. Sie steht schon hinter mir. Und die drei, vier hier, wenn Sie die anschauen, das ist einfach solide. Er hier ist der Beste. Schönste Haut, Körper, Wachstumspotenzialsverhältnis. Wobei, wenn man hier schaut, er hat einen kleinen Schuppenfehler. Das ist aber nicht so schlimm. Aber das sind alles gute Kategorien. Er hat die schlechteste Körperform, aber immer noch ausreichend für weiter gutes Wachstum. Hier haben wir wieder gigantische Körperstruktur. Tolles Weiß, tolles Gelb. Tatagoi. Hier, er war auch weiß, wurde jetzt gelb. Komplett gelb. Hat aber einen wahnsinnigen Körper. Deshalb gucken wir uns gerne an, wie sich dieser Karashi-Type weiterentwickelt. Hier Asagi-Type, muss man abwarten. Körperstruktur ist nicht die beste, aber nicht schlecht. Hier das gleiche, mit deutlich besserer Körperstruktur. Melanie schläft, deshalb ein bisschen Verzögerung hier. Ja, hier wieder kleiner Koi mit kleinem Kopf. Hier, das ist an der Grenze, aber auch, wenn wir schon Tardigoi selektieren, nichts. Er hier ist wieder gerade vorher, aber mit deutlich schlechterem Körper. Und jetzt hat man immer wieder Koi dabei, die Sonderlinge sind. Er bildet gerade oben schwarz aus und kriegt ein schwarzes Netzmuster. Kreuzscheußliche Körperstruktur, aber egal. Der darf mit, weil man wissen will, wie er sich entwickelt. Und er hier, schöne Qualität. Nicht der beste Körper, auch ein etwas Spitzenkopf, aber trotzdem noch okay. Hast du alle gedrückt? Mal beim besten Anfang. Er hat zwar eine graue Haut, aber einen tollen Körper. Keine Frage, Tardigoi. Die Fische sind übrigens 25 bis 30 ungefähr. Hier auch viel gelb, aber viel guter Körper. Darf auch mit. Der schönste Tardigoi hier von insgesamt mit Qualität, mit allem. Toller Kopf, toller Körper. Alles super. Er hier ist zu klein. Er hier darf auch noch eine Runde mit. Und der Orangene auch. Schöner Tardigoi. Ojibwa-Type. Aber nicht ganz so super, aber immer noch gut. Das ist ein Winzling, der hat noch keine 15 cm. Und er ist jetzt auch nicht das, was wir suchen. Haben wir erstmal die Kleinen raus.
oder Denklein. Dann hier wieder von der Körperform etwas zu kurz. Muss man aber abwarten, wie es sich entwickelt. Das sind jetzt eigentlich alles Tatigoi. Er hier von der Körperform vielleicht mit ihm zusammen der schlechteste, aber die haben beide eine schöne Qualität. Er hier ist gerade volles Kanoko. Aber wie gesagt, bei Koyo muss man mit Kanoko aufpassen. Er hier hat eine schöne Qualität. Er hier hat noch kein Gelb oder nur in der Rückenflosse, das kommt noch. Und das sind so die, die ich liebe. Schneeweiße Haut und wirklich so ein fluoreszierendes Gelb. Schöne Zeichnung. Cool. Cool, man. Okay, noch. Oh ja, jetzt kommt Interessantes. Drei Orange Type. Er hier. Witzig, muss man abwarten, wie er wird. Er hier, toller Körper, auch orange. Und er von den Orangen mit dem besten Körper. Also drei interessante Koi. Er hier wird hundertprozentig Karashi. Hat aber einen schönen Körper. Kann dafür auch noch eine Runde mitschwimmen. Und er hier hat keinen guten Körper. Er ist vom Körper ganz anständig. Und da muss man dann einfach warten, wie sich das Gelb weiterentwickelt. Ja, wir haben jetzt wieder unsere Reserve hier aufgefüllt. Und die, die jetzt kommen, sind zum Teil etwas kleiner. Das liegt aber nur daran, dass wir die in den letzten Wochen anders gehalten haben. Also sind 1:1 Geschwister. Und man sieht auch, die Farben sind etwas intensiver als von den anderen, im Vergleich zu den anderen. Und das sieht man ganz klar daran. Wenn man die Fische nicht auf brutalem Wachstum hält, dann ist die Farbentwicklung bevorzugt. Ich muss jetzt natürlich hier mein Auge umgewöhnen, weil die, die vorher die klein war, sind unter den neuen, hier ist ein Ojibwa-Type, sind unter den neuen jetzt die großen. Jetzt muss ich mir genauer die Körperstruktur anschauen. Der hat eine sehr schöne Körperstruktur, der wäre mit Sicherheit auch 5 cm größer, hätte er zu den anderen gehört. Er ist auch ein sehr schöner weißer, heller. Er ist an der Grenze. Kopf ist etwas spitz, aber geht noch. Hier ein sehr schöner Orange-Type. Der hier ist dann wirklich zu klein. Und er hier ist ein Orangener mit grauer Beschuppung. Grauer Haut. Ja, schauen wir erstmal. Der hier ist zu klein. Der hier an der Grenze. Er hat die schönste Qualität, weiße Haut, schönes Gelb. Auch interessant. Er muss man warten, das ist natürlich, birgt ein gewisses Risiko. Aber er ist, man muss die Farbe auch ganz genau anschauen. Und er ist tatsächlich schon so weit in der Entwicklung, dass man gar nicht weiß, der hat jetzt auch ein bisschen einen bauchigen Körper, dass man gar nicht weiß, inwieweit er sein Gelb überhaupt noch schiebt, weil irgendwann kommen diese Prozesse natürlich alle zum Stehen. Er hat einen ganz mickrigen Kopf. Er auch. Er hat eine hübsche Qualität. Er ist zum Karashi geworden, aber hat einen schönen Körper. Er hier muss man auch abwarten, jetzt hübsch, aber könnte eventuell abdriften. Er hat von der Serie einen guten, aber keinen außergewöhnlichen Körper. Und er hier scheidet aus. Ja, Melanie hat es eilig, sie packt immer mehr drauf. Hier wieder wird garantiert Orange Karashi. Aber dank seines Körpers nehmen wir den noch eine Runde mit. Er hier ist vom Typ her exakt das gleiche, auch ein hohes Risiko. Hier wieder, das ist übrigens ein ganz seltener Typ mit einem ganz hellen Gelb. Er hat zwar jetzt ein bisschen zu viel davon, aber ich will trotzdem sehen, wie er sich weiterentwickelt. Hier nochmal so ein Orangener. Er hier ist zu klein. Er ist zu klein. Er hier hat einen ganz komischen langen Kopf.
Wir haben Augenabstand, stimmt da nicht. Außerdem ist das Maul etwas krumm. Und die hier, die 5 sind okay. Er ist Grenzgänger, aber passt noch. Jetzt haben wir noch 30 Stück. Schöner Körper, schöne Farbqualität. Auch wieder so ein Asagi-Type. Orange-Type mit heller Haut. Bei den Asagi-Type bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kenne den Typ noch nicht, wie der sich entwickeln wird. In einer schlechteren Körperform raus. Ojibwa-Type. Also ist interessant, wie die sich entwickeln werden. Schöner Koyo. Ich habe wieder schlechte Körperform, schlechter Körper, schlechter Körper. Oh, ganze Serie. So, die zwei sind okay. Auch gleichmäßig durchstrukturierter Körper. Das ist wichtig bei Tosai, die dürfen nicht bauchig sein oder so. Ups. Er hat es schon geschafft zum Karashi, fast. Seitlich ist er noch ganz leicht hell. Er hier, bin ich mir nicht sicher, doch, wird wahrscheinlich auch Karashi, hat aber eine sehr gute Körperstruktur. So kommt eine Runde weiter. Er hier schiebt gerade sein Orange, kommt auch eine Runde weiter. Er hat einen schlechten Körper und er eigentlich auch. Kein Geld, aber ansonsten alles, was ein guter Koyo braucht. Ojibwa Koyo, auch guter Körper. Muss man abwarten, Körper, Durchschnitt, Qualität gut, Qualität sehr gut, Körper, Durchschnitt. Und er hier ist nicht das Gesuchte. Ja. Schauen Sie mal das Kanoko an. Ich nehme mal die kleinen raus, die wir nicht brauchen. Er hat auch wieder so eine tolle Qualität, aber schauen Sie mal den Kopf. Viel, viel, viel zu klein. Braucht es nicht. Dann schauen Sie mal das Kanoko hier an. Richtig cool. Qualität geht so. Muss man abwarten. Er hier ist sehr gut. Insgesamt weiß, gelb, Körper, er genauso. Er hier ist nicht so, er ist wieder ein von diesen Asagi-Type. Hier muss man warten, wie er sich entwickelt. Und das ist nicht so interessant. Wie viele sind wir? Noch 7. 7 Stück brauchen wir noch. Das ist nicht, was wir suchen. Und die drei sind gut. Er ist immer noch gut als Tadigoi, hat auch dieses helle Gelb, was ich so mag, aber hat eine etwas ballonartige Körperform. Eine Runde kommt auf jeden Fall weiter. Er hier auch. Und last but not least, brauchen wir hier nicht. Den nicht. Den nicht.
Er hat das Risiko, Karashi zu werden. Hier wissen wir noch nicht, wie er wird. Er hat eine sehr, sehr gute Qualität. Körperform geht so. Und last but not least, ein sehr schöner Tategoi zum Ende. Schöne Farbqualität, schönes Weiß und guter Körper. Und somit haben wir jetzt die, die wir haben wollen, die wir gesucht haben. Ja, so, jetzt haben Sie uns mal über die Schulter gucken dürfen bei unserer ersten großen Koryo-Selektion dieses Jahr. Aber wie gesagt, wir hatten ja schon häufig selektiert, wenn unsere Kunden da waren, haben wir immer wieder 10, 15 rausgefangen und die zwei, drei besten unseren Kunden dann empfohlen. Und heute haben Sie mal gesehen, was so die Kriterien sind, was für uns ein Tategoi Koryo ausmacht. Aber, das habe ich auch immer unseren Kunden bei unseren Outlets erzählt, Koryo ist das Schöne für Sie, dass die Züchter jetzt in den kleinen Größen auch überhaupt nicht sagen können, wo sind die wirklich gesucht. Die können ein bisschen die Hautqualität, die Farbqualität, die können die Körperstruktur bewerten, die können also sagen, was wird groß, was bleibt eher klein, so wie wir das hier gerade auch gemacht haben. Aber das Schöne ist, wenn jetzt der Züchter 1000 Tategoi Tateshita übrig gelassen hat, trägt fast jeder das Potenzial in sich, noch immer der Beste des Jahrgangs zu sein. Und ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, welcher es ist. Man kann hier wirklich nach dem Kashira-Mawari-Prinzip immer wieder nur die Suppe weiter einkochen, die Anzahl der Besten des Jahrgangs immer wieder verkleinern. Und wenn wir jetzt die 150 Stück in 4 Wochen nochmal selektieren und wieder 50 rauswerfen, 4 Wochen später wieder 50 rauswerfen, dass man einfach sieht, welche sind jetzt die richtig schnell wachsenden, wo entwickelt sich das Gelbgut, welche halten eine gute Hautqualität. Irgendwann, ganz klar, kommt auch das Kriterium Geschlecht dazu, dass wir sagen können, das ist Männlein, Weiblein, dass wir die Männlein dann getrennt von den Weiblein groß sind und natürlich unter den Weibern dann die Super-Tategoi suchen. Und Sie haben auch gesehen, es gibt diese Grenzgänger, die gibt es auch bei Konishi. Wir haben nicht nur A und AA und Kashira Mawari, sondern wir haben auch Koi, die Tateshita sind und wo wir noch sagen, okay, die ziehen wir jetzt trotzdem noch groß, weil außer manchen Tateshita ist ein späterer Champion geworden. So ein Showa bei uns, der jetzt 6-jährig oder 5-jährig ist, knapp 80 cm und zweiten Platz dieses Jahr auf der Shinkokai gewonnen hat, der war als Tosai nicht mal A-Tategoi Kashira Mawari, schon gar nicht, sondern der wurde quasi in einem damals für Tateshita reservierten Naturteich gerade mal noch ebenso mitgezogen und wurde Jahr für Jahr besser. Und je exotischer eine Varietät ist, so auch der Koryo, desto größer ist die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem sogenannten Underdog doch noch so diese Traumfee wird. Also, wir werden Ihnen auch noch anbieten, wir haben auch nochmal hier für uns und für unsere Kunden 100 Stück reserviert und die werden dann demnächst über unser Auktionshaus angeboten. So, Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Blog.